Hallo und herzlich willkommen. Wir machen noch eine Runde mit unserem Priesterdeck. Auch noch in der alten Formation oder so. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich Gedankenraub und Gedankensicht austauschen soll. Ich habe euch ja erzählt, sie sind mir ein bisschen zu RNG-lastig. Und ich würde die eigentlich gerne durch Fischdeckkarten ersetzen, die mir eventuell halt eben ein bisschen mehr bringen können. Wir bekommen einen Druiden als Gegner. Das ist sehr, sehr schön. Damit können wir mit Kleinkruscht, aber hohem Leben können wir viel machen. Weil er mit seiner Heldenfähigkeit natürlich nur immer einen Schaden schön machen kann. Dafür hatte er halt eben seine ekligen Mana-Tanks. Aber das schauen wir mal jetzt, was wir entsprechend spielen werden. Zur Not können wir uns ja auch hochsetzen, also das wäre ja auch eine Möglichkeit. So, und er spielt nichts und lässt uns die erste Runde. Ist jemand verletzt? Das heißt, wir können sie spielen und geben an ihn ab. Was macht er jetzt? Er nutzt, um dass er gleich eine Runde weiterkommen kann. Gut, ich könnte auch sie verdoppeln. Machen wir. Komm, wir spielen komplett aggressiv. Sofort. Zack. Und 6 down. Er hat ja Gott sei Dank noch nichts auf der Hand. Deswegen schauen wir mal, ob wir damit mit dieser Taktik hier durchkommen. Vor allem jedes Mal, wenn wir sie heilen. Er zieht wieder eine. Und spielt seine Gestaltwandelposition und geht logischerweise auf uns. Gut. Wir spielen einen Akrolyten. Sofort. Und gehen wieder mit voller 6er Kraft auf sie los. Schauen wir mal, wenn wir die nächsten zwei Runden. Wenn er da nichts Großes spielt oder eine Eule hat oder uns irgendwie silenzen kann, dann könnte es eklig werden. Dann haben wir nämlich hier unseren 6er, können 5 Schaden schon weghauen. Gut, der bringt ihm gar nichts, weil er macht 3 Schaden. Und was spielt er noch? Komm, mach's nicht so spannend. Okay, haut ihn hoch auf 7. Das ist natürlich eklig, aber kein Problem für uns. Wir hauen ihn raus. Hauen noch eine weitere Priesterin rein. Und er steht bereits bei 12. So, nächste Runde. Was macht er jetzt? Rankenhieb. Was ihm der Prankenhieb gebracht hat, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Weil das bedeutet für uns jetzt natürlich absolutes Heilpotenzial. Ich könnte ihn jetzt auch gleich schon fertig machen. Ich möchte allerdings noch eine Runde mit ihm spielen. Komm. Sei mir nicht. Weil wir hätten jetzt hier 5 Schaden machen können, hätten wir die 13 zusammen gehabt. Aber schauen wir mal, was wir hier denn noch Schönes haben. Sofort. Lauter schöne kleine Psychokarten. So. Schauen wir mal. Wir haben Kartenoberhand, wir haben Deckoberhand. Was macht er jetzt? Er spielt Hogger. Und haut ihn auf 6 hoch. Gut, und jetzt beenden wir aber das Ganze. Würde ich sagen. Und zwar, ja, machen wir zum ersten einmal hier schön Stille. Zack. Dann können wir ihn komplett ignorieren. Ich nutze aber das Ganze noch, um ein bisschen Karten zum Ziehen. Oh, und er macht einen auf Spielverderber. Gut, also ihr seht, das Deck hat doch Potenzial. Man kann einige
eklige Kombination damit spielen, indem man einfach verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es bitte in die Kommentare, gebt einen Like, tut was ihr wollt. Und wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, dürft ihr die gerne auch in die Kommentare schreiben, beziehungsweise wenn ihr entdeckt habt, dass wir einfach auch mal testen sollen. Würde mich freuen, wenn ihr schreibt, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.